In Spielen geht es längst nicht nur um Headshots, Killstreaks und den nächsten Clan War. Es gibt etliche Spiele, in denen wir nicht kämpfen und wir reden jetzt nicht von kindgerechten Lernspielen, friedlicher Aufbaustrategie oder bunten Point-and-Click-Adventures. Für dieses Video haben wir uns 10 eher ungewöhnliche und deshalb gar nicht mal so bekannte Spiele rausgesucht, in denen wir unsere Probleme ohne Gewalt lösen. In einem handelsüblichen Open-World-Spiel gehört das minutenlange Latschen durch die Pampa meist zum Spielprinzip dazu. Nero Nothing Ever Remains Obscure hat zwar keine offene Welt, viele Kilometer wird man am Ende des Spiels aber trotzdem auf dem Tacho haben. Und wie es so schön heißt, ist der Weg manchmal das Ziel. Denn während sich die Spielfigur durch eine magische Welt navigiert, schnappt sie Story-Schnipsel auf, löst kleine Umgebungsrätsel und wird dabei von einer schwarzen Gestalt begleitet. Was genau dahinter steckt, da bleibt Nero ambivalent. Selten wird etwas eindeutig ausgesprochen, die Interpretation des Geschehens steht klar im Vordergrund. Die Entwickler möchten nach eigenen Aussagen eine emotionale Erfahrung inszenieren, die Elemente von Visual Novels und Adventures verbindet. Abgerundet wird die Reise mit einem opulenten Soundtrack. Nachdenkliche Spaziergänge kann man aber auch noch anders zelebrieren. The Fidelio Incident handelt von Stanley, der nach einem Flugzeugabsturz die isländische Küste nach seiner Frau Leonor absucht und währenddessen von seiner dunklen Vergangenheit eingeholt wird. Die eisigen Temperaturen und ein Schneesturm zwingen ihn zudem dazu, lange Aufenthalte außerhalb von überdachten Wärmequellen zu vermeiden. Aber irgendwie muss er es ja zu seiner Frau schaffen. Bis auf das Erkunden der Spielwelt hält sich das Spiel mit Interaktionsmöglichkeiten zurück. Ein Survival-Abenteuer sollte man also nicht erwarten. Im Laufe der ein- bis zweistündigen Handlung wühlt man sich stattdessen durch Tagebucheinträge und kommt so einem lange vergrabenen Geheimnis auf die Schliche. Das nur aus 3 Mitarbeitern bestehende Entwicklerteam ließ sich bei der Story von Beethovens einziger Oper Fidelio inspirieren. Gewalt spielt zwar in der Geschichte eine Rolle, sie entsteht jedoch mehr im Kopf der Spieler. The Fidelio Incident erzählt mit wenigen Mitteln sehr viel und ist für alle Storyliebhaber einen Blick wert. Abseits von Begleiterromanzen in Rollenspielen beschäftigen sich überraschend wenige Spiele mit romantischen Beziehungen. Florence, das unter der Federführung von Monument Valley-Designer Ken Wong entstanden ist, bildet da eine Ausnahme. Das für iOS- und Android-Geräte entwickelte Spiel dreht sich um die namensgebende Figur Florence. Deren monotoner Alltag wird durchbrochen, als sie einen Cellisten kennenlernt. Die beiden werden ein Paar und erleben zunächst eine glückliche Zeit, doch nach einigen Monaten wird aus Anziehung Routine, aus Aufregung Langeweile. Die Beziehung erlebt ihren ersten richtigen Stresstest. Wie der ausgeht? Darum geht es in Florence. Das australische Entwicklerstudio erzählt eine an den Film 500 Days of Summer erinnernde Geschichte, die nur wenige Dialogzeilen stark ist und stattdessen auf die Wirkung ihrer visuellen Präsentation vertraut. Hier und da gibt es ein paar Rätsel, die aber nicht der Rede wert sind und sich organisch ins Geschehen eingliedern. Ob Wasserfälle in der Abendsonne noch schöner aussehen? Vielleicht muss ich nur ein bisschen den Blickwinkel verändern, um das Maximum aus dem Motiv herauszuholen. Solche Gedanken sind in Eastshade nicht unüblich. Im Indie-Adventure sind wir kein knallharter Soldat oder tabakspuckender Revolverheld, sondern eine Malerin. Die hat ihrer Mutter versprochen, die schönsten Orte einer an schönen Orten nicht gerade armen Insel festzuhalten. Dort angekommen verlieren wir jedoch unser Hab und Gut und müssen uns mit Auftragsarbeiten über Wasser halten. Im Auftrag der Bewohner der Insel malen wir uns also durchs Spiel und schalten sukzessive mehr Gebiete zum Erkunden frei. Am Anfang können wir nämlich nicht überall hin und müssen uns erst die nötige Ausrüstung besorgen. Wer seine Arbeit gut macht und die richtigen Bilder zu den passenden Leuten bringt, erfährt außerdem mehr über die Charaktere. Manche Malerquests bieten auch kleinere Entscheidungen, die sich auf das Ende auswirken können. Eastshade übernimmt zwar ein paar klassische Rollenspiel- und Metroidvania-Tugenden, bleibt aber stumpfen Gegnerhorden fern. Ein Abenteuer für Kunstfans also und die, die es werden wollen. Denkt man an die Postapokalypse in Spielen, kommen einem wahrscheinlich Namen wie Fallout oder Wasteland in den Sinn. Karge Landschaften voller lebensbedrohlicher Gefahren wie mutierte Ratten oder mordlustige Banditenclans. Far Lone Sails bedient auf den ersten Blick ähnliche Vorstellungen, spart sich jedoch die Konfrontation mit dem Zombie-Gesocks und legt einen anderen Fokus. Vielmehr müssen wir nämlich ein bulliges Fahrzeug durch eine menschenleere Einöde steuern.
Das Gefährt wirkt, als hätte jemand eine Lokomotive und ein Segelschiff übereinander gestapelt, riesige Räder an die Seiten montiert und sich um die Effizienz wenig Gedanken gemacht. Immer wieder verlangt die Maschine nämlich nach mehr Treibstoff, muss repariert oder anderweitig gewartet werden. Und selbst wenn das Getriebe surrt, versperrt meist noch irgendein Hindernis die Weiterfahrt. Mit fortschreitender Reisedauer wird die Technik des Vehikels aber erweitert und neue Funktionen stehen zur Verfügung. So arbeiten wir uns Stück für Stück weiter und durchstöbern die Ruinen einer vergangenen Zivilisation in diesem atmosphärischen Endzeit-Trip. Far ist ein ruhiges Sidescroll-Adventure, das sich voll und ganz seiner Prämisse verschreibt und in den richtigen Momenten zu überraschen weiß. Üblicherweise entführen uns Videospiele in eine alternative Welt, die uns die Realität vergessen lässt. Nicht so in Diaries of a Spaceport Janitor. Zwar befinden wir uns auf einem fremden Planeten und leben inmitten von Dutzenden Alien-Spezies. Unsere tägliche Arbeit könnte aber gewöhnlicher nicht sein. Um irgendwann mit genügend Geld ein neues Leben anzufangen, sammeln wir den Müll der anderen auf. Jeden Tag. Als Hausmeister auf einem Raumschiffhafen hört die Arbeit so schnell nicht auf, doch die angehäufte Kohle ist schnell ausgegeben. Wir müssen schlafen, essen, beten und gesund bleiben. Manchmal lassen wir den Müll auch Müll sein und erkunden einfach die pulsierende Spielwelt mit ihren skurrilen Bewohnern. Der Traum vom Neuanfang erscheint dann fast unerreichbar. Ihr merkt sicherlich schon, zwischen der verpixelten Indie-Optik und dem monotonen Spielablauf hat Diaries of a Spaceport Janitor auch etwas über unsere Gesellschaft zu sagen. Die Entwickler bezeichnen ihr Werk selbst sogar als Anti-Adventure. Ein Spiel, das die manchmal unerbitterlichen Tretmühlen des Kapitalismus derart in den Mittelpunkt rückt, klingt zunächst nach einem spröden Vortrag. Hinter den Ambitionen der Macher steckt aber ein faszinierendes Spiel mit vielen kleinen Ideen. Dafür sammelt man dann schon mal gerne ein paar Pfanddosen auf. Opus Magnum beweist, dass man aus allem ein interessantes Spiel machen kann. Das Periodensystem der Elemente ist eigentlich ein perfektes Werkzeug, um Schüler im Chemieunterricht zu triezen. Als Grundlage für ein Rätsel-Knobelabenteuer eignet es sich aber auch. In der Rolle eines Alchemisten punchen wir verschiedene Atome zusammen, um daraus immer komplexer werdende Stoffe herzustellen. Die verschiedenen Elemente müssen aber zunächst in der richtigen Reihenfolge kombiniert werden, sonst reagiert hier gar nichts. Dazu braucht es Greifarme, die sich im richtigen Rhythmus entlang eines Schienensystems bewegen. Jeder Produktschritt wird von uns überwacht, damit wir am Ende hoffentlich ein perfekt abgestimmtes Fließband haben. Das gelingt natürlich nicht immer. Das ständige Optimieren und Ausbessern macht einen großen Reiz von Opus Magnum aus. Dank einer internen Bestenliste lassen sich die eigenen Konstruktionen auch mit denen anderer Elementmischer vergleichen. Früher war alles noch einfacher. Als Teenager fand man die Schule doof, hatte das Wort Mietnachzahlung noch nie gelesen und verspürte am Nachmittag manchmal sowas wie Langeweile. May Borowski muss sich in Night in the Woods von dieser Jugend verabschieden. Sie hat das College abgebrochen und kehrt nach Hause zu ihren Eltern zurück. Viele ihrer alten Freunde sind auch noch da. Manche haben jetzt einen Job als Kassierer oder versuchen ihre Bandkarriere endlich voranzubringen. Sie sind eine willkommene Ablenkung für May, die in einer tiefen Krise steckt und ziellos durch die Wochen schlendert. Im Spiel erleben wir die Geschichte über Verlustangst, Depression und Traumata als feinfühlige Charakterstudie. Durch die melancholisch-träumerische Spielwelt kann man sich zwar in den jeweiligen Kapiteln relativ frei bewegen und dabei kleinere Geheimnisse entdecken, die unvertonten Dialoge mit den tierischen Figuren bilden aber klar das Grundgerüst des Spiels. Abseits von einigen Minispielen und Story-Höhepunkten bleibt Night in the Woods auch erfrischend zurückhaltend und zieht die Spannung erst gegen Ende deutlich an. Hier gibt es keine Drachen der Stufe 50 zu erschlagen, dafür erleben wir eine Geschichte mit viel Herz und Finesse. Der Jules Verne-Klassiker Reise um die Erde in 80 Tagen ist wahrscheinlich jedem ein Begriff. Der Titel war nicht nur Vorlage für Filmemacher, sondern auch für Spieleentwickler mit einem Faible für Text-Adventures. In 80 Days übernehmen wir die Rolle von Passepartout, dem Diener der eigentlichen Romanhauptfigur. Auch die Welt hat ein Update bekommen, ein Steampunk-Update. Im alternativen Jahr 1872 gibt es mechanische Städte und schwere U-Boote. Von solchen Technikwundern sollte man sich aber nicht allzu sehr beeindrucken lassen, denn in 80 Tagen will man schließlich noch die Welt umrunden.
In sympathisch geschriebenen Textboxen entscheiden wir uns für ein Reiseziel, sprechen mit Fremden und müssen Entscheidungen treffen, die Einfluss auf unser Wettrennen nehmen. Das eigene Geld ist dabei meistens genauso knapp wie die Zeit, denn der nächste Zug oder Flug wartet nicht auf uns. Ein bisschen was erleben möchte man aber schon hier und da. Zeitdruck ist also ein ständiger Begleiter in 80 Days. Dank der leichten Managementanteile und vielen einzigartigen Events in den insgesamt 170 bereisbaren Städten lohnt sich ein zweiter oder dritter Durchgang. Gerade im nahtlos integrierten Multiplayer, bei dem andere Spieler parallel ihre Routen wählen, entsteht eine spannende Neuinterpretation eines Literaturklassikers. Kelsey und Mary waren vor 20 Jahren mal beste Freundinnen. Doch dann ist irgendwas passiert. In Marys Room besucht Kelsey ihr altes WG-Zimmer, wo beide früher viel Zeit miteinander verbracht haben. Sie erinnert sich zurück an jene Jahre und wir durchleben diese Erinnerung, als der Raum noch eine Freundschaft symbolisierte. Ähnlich wie in Gone Home durchsuchen wir jeden Winkel des Raums, heben Erinnerungsstücke auf, öffnen Schubladen oder hören den Erzählungen von Kelsey zu. Nach und nach erfahren wir so, was damals wohl geschehen sein muss. Im liebevoll designten Raum gibt es viel zu entdecken und selbst die unscheinbaren Dinge haben manchmal eine große Bedeutung. Das Ende des Spiels erreicht man nach rund einer Stunde. Dafür lässt sich das kompakte Abenteuer aber völlig kostenlos über Steam herunterladen. Story-Fans sollten sich die bittersüße Geschichte von Mary's Room also nicht entgehen lassen. Und das waren sie auch schon, 10 ungewöhnliche Spiele, die auf Gewalt verzichten. Aber ihr kennt bestimmt noch weitere Titel, die in diese Liste passen würden. Schreibt uns gerne eure Vorschläge in die Kommentare.